Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin schon ein wenig wieder in Verzug, was die letzte Folge angeht. Ich glaube, die letzte Folge war am 7. Mai und wir haben heute den 30. Mai. Ich erinnere mich noch, wir sind mit dem lieben Bassim unterwegs gewesen und wollten halt die Gefälligkeit für die Kirche da erledigen, sodass wir halt herausfinden, wie wir an Volk herankommen. Ja, und ich denke, das werden wir jetzt mal machen. Kurioserweise, ich spiele gerade kurz im Offline-Modus, obwohl ich hier schon Internet habe. Aber ich bin da gerade so ein bisschen am Umbauen, denn ja, das ist jetzt die erste Folge Assassin's Creed aus unserem Haus, liebe Leute. Einfach unglaublich, oder? Ich bin zwar noch nicht in meinem Arbeitszimmer, ich sitze aktuell im Kinderzimmer, aber es läuft erstmal. Bin mal gespannt, wie das hier sich so alles so entwickelt. Ich habe auch gar nicht ganz so viele Zeit heute. Ich kann gar nicht ganz so viele Folgen machen. Aber ich denke, so ein, zwei, drei, die werden wir jetzt schon mal in die Wege leiten. Und dann werde ich das beim nächsten, ja, werde ich mal zum Wochenende hin nochmal eine kleine gemütliche Runde einlegen. Ich finde es super witzig, dass Bassim jetzt hinten bei uns auf dem Pferd drauf sitzt. Also nach dem Laden. Und sein Pferd steht dann einfach. Ist vielleicht sogar einfacher. So kommen wir vielleicht besser durch. So, okay. Finde Tedmund und entführe ihn. Bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Barmersfield. Oh, aufpassen. Es scheint hier schon zu sein, oder? Nochmal einmal gucken. So wie es aussieht, ist es direkt hier. Hier haben wir auch wieder einen Boden. Achso, den, ich erinnere mich. Ne, den versuchen wir noch nicht. Da müssen wir erst noch ein kleines bisschen stärker werden, liebe Leute. So. Wir steigen mal ab. Und dann werden wir uns mal ein kleines bisschen anschleichen. Ich glaube, dort hinten war so ein König von England. Den können wir eigentlich als allererstes. Der hat uns sogar ziemlich gesehen. König von England uns gesehen. Wer hat uns denn? Achso, nur der König von England hat uns gerade gesehen. Team. Du hast es drauf. Ach Mann. Okay, ein kleiner Meuchler. Kleiner Meuchelfreund. Okay. Ich hoffe, die haben jetzt noch nicht das ganze Lager alarmiert. Ja. Okay. Na, Bassi macht also ganze Arbeit. Aber trotzdem sagen, wir Siehst gucken du? uns das mal einmal an hier. Das ist der Bereich, in den wir eindringen müssen. Okay. Hier unten haben wir aber auch einiges an Feinden. Noch ein König von England. Noch ein paar normale Fußsoldaten. Okay, hier ist ein Baukran. Dort, da laufen auch noch ein paar Wachen rum. Da sitzt noch jemand. Da weiß ich aber nicht, ob es jetzt unbedingt hier laufen noch welche. Dort laufen. Hier ist ein Schlüssel drin. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, dann werden wir erstmal außen herumgehen. Da ist auch ein Schlüssel drin. Die holen wir uns beide. Gehen wir hier vorne durch, durchs Lager, holen uns den Schlüssel, eliminieren hier die ganzen Feinde und dann gehen wir hier seitlich mal.
diesen komischen Steinbruch oder was es ist hoch und holen uns dann noch den zweiten Schlüssel. Und dann kümmern wir uns hier um dieses Kerngebiet, würde ich sagen. Oh. Ich sehe gerade der Greenscreen. Warte mal, liebe Leute, ich muss das mal einmal kurz umstellen hier. Rolle runter machen. So, Leute, da bin ich wieder. Das sieht doch jetzt schon wieder ein bisschen ordentlicher aus mit unserem Greenscreen. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man hier auf dieser Seite sitzt. Da wandert die Sonne dann so langsam über den Tag hier am Fenster vorbei. Also am späten Nachmittag. Ist jetzt ja gleich ja um 5, wo ich das hier aufnehme. Und am späten Nachmittag wandert dann die Sonne langsam hier rein. Gott, das sind sogar richtig viele. Und da muss man halt, ja, wenn man, ist eigentlich so ganz schön, aber wenn man aufnimmt, ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. Was ist das für ein Typ, Alter? Der sucht uns ja gar nicht richtig, sondern der greift uns zielstrebig an hier. Mist, wir hatten noch eine ganze Millisekunde für einen Attentat. Okay, das wäre erledigt. Liebe Leute, das hat der liebe Bassim uns mal abgenommen. Boah, das da hinten sieht auch cool aus. Die ganzen Flüsse dort in diesem ja etwas sumpfigen Gelände. Schön. Erinnert mich so ein bisschen an Gothic, ans Minental, ans Sumpflager. Guck mal, da hinten das Pferd. Oder ein Pferdewagen, was ist denn das dort? Der vordere? Ah, jetzt reitet er richtig. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Ja, Bassim, du nicht als Assassine? Hör mal. Gibt's doch gar nicht sowas. Okay, der hat uns jetzt ziemlich auf dem Schirm. Ich glaube, das müsste das Gebäude gewesen sein, wo der Schlüssel drin war, liebe Leute. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir dort reinkommen irgendwie. Am besten möglichst ungesehen. Ich hoffe, der da hinten dreht sich jetzt gleich mal so langsam in die andere Richtung weg. Na, das Gebäude dahinter war das mit dem Schlüssel. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wichtig ist, wir müssen ein bisschen im Auge behalten, dass uns diese mobilen Wachen wie der hier geradeaus nicht zufällig erwischen. Da ist das hier eigentlich eine ziemlich coole Ecke, wo wir durchschleichen können. Fast schon so, als wäre es dafür angelegt worden, dass man hier halt durch kann. So. Das ist ein normaler Dorfbewohner. Da hinten läuft ein großer Typ. Der sollte uns ja bestenfalls jetzt nicht sehen. Gehen wir nochmal einen Meter zurück. Kommt der hier vorne lang? Ja, aber auf etwas in. Okay, der läuft hier auch lang. Kurz in Deckung, Bassi. Hm. Okay, ich glaube, da ist Angriff die beste Verteidigung. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die jetzt irgendwelche Wachen anlocken und die dann gucken kommen oder so. Deswegen würde ich mal sagen, setzen wir den hier mal einfach ab. Und anscheinend passiert nichts. Aber wir kommen auch nicht so ohne weiteres. Okay, wir sind drin. Ganz langsam. So, Bassim steht draußen, Schmiere. Hier liegt der Schlüssel. Sehr gut. Ich weiß gerade nicht, ob wir den zweiten Schlüssel... Wen meuchelt er denn da?
Ob wir den zweiten Schlüssel auch brauchen. Aber wir holen uns den trotzdem. Da mussten wir dann da, glaube ich, hoch. Das war die Ecke, wo wir hoch mussten. Hier diese Holzrampe, ich erinnere mich. Hier dann hoch. Ist also kein Steinbruch, sondern die machen hier irgendwas mit Holz. Was ist das? Oder die bauen eine Kirche dort hinten. Die roden den ganzen Wald. Okay. So, das da hinten könnte eine Wache sein. Ja. Ja, hier vorne nicht. So. Hier dort sitzt, ist das keine Wache? Nö. Okay, das ist interessant. Und unerwartet. Sehr interessant und sehr unerwartet. Okay. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Die zahlen gut für meinen Fang. Die Mönche? Essen diese pergamentfarbenen Christen auch mal Fleisch? Glaubst du nicht an Jesus? Sie leben bescheiden, weil er für unsere Sünden starb. Niemand hält mich davon ab, dass Markus eine Lammkeule zu saugen. Nicht einmal die Brut eines Gottes. Nun, ich hoffe, das ist die ewige Verdammnis. Ah, Mist. Sie haben uns dann doch gesehen. Na, weißt du noch, wo wir sind? Okay, Basim kümmert sich. Jesus war gegen Gewalt. So. Okay, das scheint so das Hauptholzlager hier zu sein. Da seht ihr die ganzen großen Baumstämme, die hier vorne überall gerodet wurden. So. Ja, die bauen hier tatsächlich alles auf, was man so braucht. Und vor allen Dingen mit der Kirche dort oben. Und wenn das hier... Aber wir gehen da mal einmal kurz hin, liebe Leute. Das will ich mir mal einmal anschauen. Gibt es da oben ja noch was zu sehen oder dort? Ich glaube, das sieht auch aus wie ein Aussichtspunkt. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Die gute Frau hier ist auch schon auf dem Weg zur Arbeit. Allzeit breit. So wie sich das gehört. So, ich werde mal die Abkürzung hier nehmen. Sieht aus wie ein Ameisenhaufen hier. Das sieht nicht aus wie eine Kirche, oder? Soll das eine Kirche werden? Also vom Grundgestell. Na? So. Ist auch so ein bisschen eigenartig, oder? Man im Mittelalter wirklich so gebaut, dass man halt geguckt hat, dass man so schnell wie möglich den Kirchturm hochzieht, obwohl die Kirche unten nur auf 4 oder 5 Holzstäben sitzt. So, schauen wir uns mal. Boah, da hinten der Ozean, ey.
Es ist keine tosende See heute, es ist spiegelglatt dort hinten. Da ist es einfach schon klasse. Hinten im Meer. Können wir den von hier oben treffen? Ja, das wäre auch zu gut gewesen. Ah, nein! Boah, gut, dass wir den Fallschaden das ignorieren. Oder den Fallschaden absolut ignorieren. Zu 99,9%. Oh, hier ist die gute Frau jetzt am Arbeiten. Rinde abschlagen. Aber guck mal, das ist auch schief aufgestellt. Das würde doch in der Realität so überhaupt gar nicht halten. Dort eine schäbige Leiter an der Seite hingestellt, aber die Stützpfosten fürs Dach, die stehen auf der einen Seite in der Luft. Und da ist auch nicht wirklich irgendwie ein größeres Kantholz oder ein Balken drunter, der das Ganze stützt. Also rein theoretisch müsste hier auf dieser Seite, auf der anderen Seite, wo jetzt diese schäbige Leiter hingeht, da müsste eigentlich noch so eine Holzkonstruktion stehen und das ganze Dach dann komplett drauf ruht. Dann wäre es einigermaßen stabil. Naja. Ich bin mir sowieso nicht hundertprozentig sicher, ob das da oben eine Kirche werden sollte oder ob das irgendwas anderes ist. Aber für einen Aussichtspunkt macht es auch nicht wirklich Sinn. Und ein Kran ist es auch nicht. Also, keine Ahnung, wofür das gut ist. So. Nur mal hier über die Seite ran pirschen. Okay. Da vorne müssen wir hin. Jetzt ist nur die Frage. Wahrscheinlich hier im Gebäude, oder? Sofort angreifen. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er dort runter durchs Fenster durchklettert. Direkt hoch. Okay, dort oben ist noch jemand. Alter, was hier? Wir wollen doch hier einfach reinschleichen. Und möglichst wenig Spuren hinterlassen. Nein, 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 beschütz mich! Also, die haben uns anscheinend schon gesehen, oder was? Na gut, das wäre jetzt ja zu auffällig. Naja, liebe Leute, dann gehen wir einfach rein. Gott verfluche dich mit dem Vorteil. Das überlebt. Na, geht doch auch. Ey! So. Haben die dort so eine... Boah. Nee. Ich hörte sich doch fast so an, als hätten die hier so eine... So ein Tribok, hätte ich jetzt fast gesagt. So ein Bolzenwerfer. Naja. Okay,
Okay, der scheint sich hier in dem Raum zu verstecken, oder was? Ihr werdet nichts von mir bekommen! Nichts! Es ist nicht so, wie ihr denkt! Was denn jetzt? Alter. Lass mich gehen! Hör auf rumzujaulen und du überlebst. Überleben? Oh, Heilige, beschütz mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen? Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen und ohne, dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor aller Augen. Na gut, recht hat er. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführer kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er spricht und wann er schweigt. Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allem tue. Na gut, zu dritt werden wir jetzt nicht aufs Pferd passen. Kommt denn jetzt auf einmal das Pferd her? Hat Basim sich das gerade gerufen? Naja, das passt schon. So, wir machen uns mal auf den Weg. So schnell wie möglich. So, hier einfach mal querfeldein. Ich hoffe, hier ist nirgendwo ein Waldschrat. Oh, da hinten sieht das wie Stonehenge oder zumindest ein Teil davon. Hui. Naja, es ist nicht wirklich Stonehenge, aber es ist irgendein Henge. Das ist ja schon mal... Der ist doch bestimmt extra stark, oder? Lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Oh, viele monumentale Megalith-Bauten hier. Ne, steht nicht als extra Gegner. Scheint einfach nur... Hier hin? Ach Gott, was? Na toll, wo ist denn jetzt unser geliebter Tedmund hingeflüchtet dort? Ach. Nein, nicht... Ach. Komm schon. So, und was soll ich jetzt hier machen? Das Ziel muss... ...sich auf dem Boden befinden, um das Missionsziel abzuschließen. Okay, wartet, stopp, absteigen. Warum legen wir den denn hier auf den Boden ab? Weil wir wollten uns ja hier irgendwo treffen. Damit der ab dort sein... ...glorreichen... Ups. Na gut, so ist er auch gut. Im Namen Elfreds, König von Westsexer, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge, er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann.
Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Tant Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Ah, das war klar, dass es nicht so einfach wird. Du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Oh, du wirst uns zu Tedmund bringen. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein, 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 nein. Halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, von dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich uns ein anderer Dänenbund anschließt, haben wir die Ablenkung, um ins Innere von Hofeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornir spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hofeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Gut, liebe Leute. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornir spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Liebe Leute, aber wir machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause, denn wir sind jetzt wahrscheinlich schon, ja, wir sind schon bei über 28 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen das in der nächsten Folge nochmal ganz pfleglich an hier, den kleinen Komplott hier weiter auszubauen und mal zu schauen, ob wir den echten Tedmund irgendwie rauslocken können. Und ja, mal schauen, ob der Fake Tedmund das tatsächlich schafft, irgendwie dort Blutvergießen zu verhindern, indem er halt sich für Tedmund ausgibt und irgendwelche Befehle rückgängig macht oder so. Wir werden sehen, liebe Leute. Also, wenn ihr Bock habt, seid übermorgen wieder mit dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao.